Ja, servus Jungs und Mädels, ich bin's, euer Mega-Hombre, der Consolero mit Sombrero und jetzt sind es nur noch wenige Stunden, bis der Moment gekommen ist, auf den wir alle so sehnsüchtig gewartet haben. Um Mitternacht gehen ja die Black Ops 3 Server offiziell online und ein neues Call of Duty Jahr beginnt. Hoffentlich zur Abwechslung mal wieder ein gutes, aber ich habe vollstes Vertrauen in Treyarch. Und genau aus diesem Anlass haue ich heute schon ein erstes Tipps und Tricks Video für euch raus, von denen in der kommenden Zeit sicher noch viele weitere folgen werden. Heute zeige ich euch eine sehr, sehr geile Power Position auf der Map Hunted, die ich während der Beta gefunden habe. Diese Power Position verfügt zudem über die beste Line of Sight, die ich bislang im Spiel gefunden habe und eignet sich zudem auch noch sehr gut dazu, um sich das First Blood Abzeichen einzusammeln. Und da ist sie auch schon. Ihr könnt nämlich durch diesen kleinen Spalt an diesem Fahrzeug genau das Fenster des kleinen Häuschens einsehen, in das zu Beginn nahezu jeder Runde mindestens ein Gegner laufen wird. Ein easy Kill. Für die Gegner ist es nahezu unmöglich, euch hier zu sehen. Für diesen Spot kann ich euch zudem nur wärmstens den Sixth Sense Perk empfehlen, denn wie man hier in dem Gameplay sehr gut sehen kann, bekommt ihr diejenigen Gegner, die in euren Spawn rushen wollen, deutlich angezeigt und ihr könnt diese ebenfalls sehr leicht einsammeln. Oftmals könnt ihr euch direkt im Anschluss noch mindestens einen weiteren Kill einsammeln und habt somit einen sehr, sehr guten Start in die Runde und seid auf gutem Wege zu euren Scorestreaks. Gut, Jungs und Mädels, diesen kleinen Quick-Tipp wollte ich euch schon gerne vor dem Release mit auf den Weg geben und wünsche euch mit diesem Tipp viel Erfolg. Lasst mich auch gerne in den Kommentaren wissen, ob diese Taktik für euch genauso zuverlässig funktioniert, wie es für mich immer der Fall gewesen ist. Alles klar, dann wünsche ich uns allen einen guten Start in das neue Call of Duty Jahr und vielleicht sehen wir uns ja auch schon bald auf den Servern. Ich freue mich drauf. Bis dahin, euer Hombre.